ist Ranja und hier ist meine Katze, die heute sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Deswegen tut mir leid, falls ihr die im Video seht. Wir spielen heute Hello Kitty Café hier in Roblox. Und leider ist sowohl die Easy im Urlaub als auch meine ansonstige Aufnahmehelferin krank. Deswegen bin ich ganz alleine für euch da. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn ihr neu hier seid, abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und dann würde ich sagen, let's go! Alright, wir haben uns hier schon mal durchs Tutorial durchgespielt. Ups, ich brauche 50 Münzen, um das Outdoor-Café zu öffnen. Aber was ich bis jetzt habe, ich kann es euch hier gerne mal zeigen, ist dieser wunderhübsche Truck. Ups, hallo, das sind meine Kunden. Und hier arbeite ich und wen haben wir hier? Einen Kaffee, den können wir hier machen. Es ist im Endeffekt sehr simpel, bis jetzt kann ich nur Kaffee machen, okay? Es ist ein bisschen enttäuschend, aber da verdiene ich meine Münzen. Ich habe hier schon 48... Kaffee wieder an die Kundin geben. Dann kann ich hier wahrscheinlich schon mal Kaffee machen. Da ich nur Kaffee machen kann. Herzlichen Glückwunsch, dass du dein Ziel erreicht hast. Jetzt komm zu mir rüber. Ich serviere natürlich noch einen letzten Kaffee hier, bevor ich hier mich verkrümle. Oh, hallo, was hättest du gerne? Einen Kaffee. Ah ja, natürlich. Ich mache kurz eine Pause hier. Ich muss kurz einmal rübergehen und meinen Kaffee erweitern. Hallo, herzlich willkommen. Super, jetzt hast du es geschafft und du kannst dein Café erweitern. Lass uns ein Outdoor-Café bauen. Okay, ja, sehr gerne. Alrighty, das ist jetzt deins. Ich bin sicher, das bringt uns noch mehr Kunden. Ich habe einen Freund, der uns hilft, den Kaffeetruck zu rennen. Okay, okay. Perfekt, das ist jetzt unsere neue Kaffeetante. Die macht das, was ich die letzten 10 Minuten gemacht habe. Und zwar Kaffee kaufen, Kaffee geben, Kaffee kaufen, Kaffee geben. Bitte öffne das Staff-Menü. Okay, ich habe hier Angestellte. Okay, Lisa! Lisa, hallo! Willkommen im Team. Oh, sehr zufriedene Kunden. Das geht hier ratzfatz. Lisa macht alles hervorragend. Alles sieht gut aus. Die Kunden sind zufrieden. Das Café läuft gut. Perfekt, ich bin hier auf Level 3 gekommen. Okay, lass uns einen Blick auf das neue Outdoor-Café werfen. Wir brauchen ein paar Tische und Stühle, bevor wir es öffnen können. Das ist absolut korrekt. Hey, hier drüben, lass uns einen Tisch kaufen. Da drüben ist scheinbar der große Store für Kaffee-Supplies. Gut, da wären wir. Ah, perfekt, da ist ein Tisch. Der kostet 50 Münzen. Keine Sorge, Lisa verdient uns hier ein goldenes Näschen. 120 Münzen. Ja, ich hätte gerne einen pinken Tisch. Und dann hätte ich gerne zwei Stühle. Perfekt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jeder weiß, ein gutes Café ist sofort eröffnet, sobald man einen Tisch und zwei Stühle hat. So. Ach ja, ich habe sogar schon einen. Perfekt, dann kann ich zwei Tische haben. Wie viel mehr Gäste hat man am Anfang wirklich realistisch gesehen? Und dann habe ich ja genug Geld verdient, um noch mehr Tische und Stühle zu kaufen. So, Interieur. Tisch. Ich möchte den Tisch gerne... Ich würde den gerne zum anderen Tisch stellen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das Gefühl, dann können wir hier schon mal so eine Art... System aufbauen. Dann steht der hier in der Reihe. Zack, das sieht auch aus wie ein guter Abstand zwischen den Tischen. Herzlichen Glückwunsch! Wir können unser Inventar jetzt schließen! Super, das Outdoor-Café ist geöffnet und... ich habe noch einen Freund, der mir hilft! Dieser Freund ist David! Aber David ist der Beste, wenn es um Desserts geht. Das ist natürlich hervorragend, weil ich hier gar nicht selber arbeiten muss. Wenn das Lisa und David für mich machen, die noch effizienter sind, als ich jemals sein könnte... David ist hier und wir sind geöffnet. Ich guck mal, was David hier so macht. Mein erster Kunde ist auf dem Weg. Den soll ich grüßen. Kunde, wo bist du? Ah, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie es hier im Café geschafft haben. Willkommen, willkommen. Herzlich willkommen hier. Leichte Verwirrung am Anfang. Was wollen Sie denn gerne haben? Okay, David macht scheinbar Donuts und Espresso. So wie ich das richtig sehe. Wenn hier viele Kunden sind, kann ich helfen und kann die Bestellung von den Kunden nehmen und perfekt. Das heißt, ich bin mehr so eine Art Aushilfe in meinem eigenen Café. Hier ist, was haben wir denn? Kaffee. Ist jetzt nicht unbedingt neu, aber klar. Wir haben David jetzt zwar eingestellt, um Desserts zu machen. David hat, ach doch, Entschuldigung, David hat hier auch schon Muffins gebacken. Dann gucken wir mal, ob der, hallo, kann ich dich vielleicht noch an einem Muffin interessieren? Nein, aber er hat mir Geld dagelassen. Was? 500 Coins brauche ich. Danach hat Hello Kitty hier eine weitere Überraschung für mich. Kein Problem. Willkommen im Ronjas Café, in meinem Hello Kitty Café. Es ist sehr schön hier. Wir haben Muffins und Kaffee und ich hoffe, ihr bestellt nichts anderes, weil mehr haben wir nicht. So, gibt es schon eine Bestellung? Okay, er hat hier was. Er hat hier was.
Mein Meister ist hier wahrscheinlich schon dran. Der ist hier flink. Ein Muffin für den jungen Herrn, bitteschön. Und, ach, perfekt. Die profitieren hier direkt von den Muffins. Ich habe schon 500 Münzen. Hallo, wir können hier erweitern. Bitte, bitte. Jetzt, wo ich genug Münzen verdient habe, können wir weiter erweitern. Kaffeehaus. Yes, let's go. Okay, perfekt. Autokaffee läuft. Super. Was? Let's use the gacha machine to recruit friends. Wo finde ich diese Maschine? Let's go, hier ist die Maschine und wir können... Okay, ich kann Karten ziehen. Und, okay, er hat hier ein extra Ticket für mich, ich meine sie. Ich kann hier, zack, mein Ticket reingeben und dann gucken, wen wir kriegen. Ich muss es selber aufreißen. Sick. Sarah! Okay, Sarah ist unsere neue... Sarah ist unsere neue Bedienstete, die das Geschirr wegbringt, das Dreckige. Kundschaft ist am Laufen. Wahrscheinlich müsste ich hier mal ein paar neue Tische kaufen, so wie ich das sehe. Ja. Wir brauchen einen Counter. Okay, Entschuldigung. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich würde gerne mehr Tische kaufen. Lass uns... Was? Let's buy an orders counter first. Was ist das denn? Was ist denn das? Okay. Da ich zwar nicht weiß, was es ist, aber ich bin mir sicher, ich werde hier nicht abgezogen. Die sagen mir alle... hier eine Kaffeemaschine. Auf jeden Fall. Kaffeemaschine, gute Investition. Da habe ich kein Geld für. Doch, habe ich. Sick. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Darf ich nicht noch mehr Tische kaufen? Was ist denn mit den ganzen Kunden? Okay, scheinbar muss ich die jetzt hier in mein Café hauen. Was ja irgendwo sinnvoll ist, damit ich hier erweitern kann. Meine anderen Sachen... hier sind auch mehr Tische drin. Perfekt. So. Lass uns hier erstmal einen Counter hinstellen für die Kaffeemaschine. Ich bin schon dabei, Lady. Ich bin... Yes. Den möchte ich gerne zu den anderen Countern stellen. So. Dann kommt das hier auf den Counter. Zack. Let's go. Okay, ich habe jetzt hier scheinbar eine andere Kaffeemaschine, mit der, die zwar genauso aussieht wie die Kaffeemaschine, die wir im Foodtruck und im anderen Café haben. Lasst euch nicht täuschen. Aber die hier macht Americano. Was Kaffee mit Wasser ist. Aber... Klar, das kann man mit der anderen Maschine nicht. Was ist denn mit dem Order-Counter? Interieur-Order-Counter. Und den tue ich ein bisschen verwirrt. Tue ich den hier hin? Ich mache jetzt erstmal eine lange Reihe. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Dinger hier verwendet werden. Aber, hier, das Pickup-Ding mache ich mal mit einer Drehung. Ich denke, das war ganz gutes Design. So. Und dann mache ich das hier hin. Nein, es geht nicht. Hier hin? Geht es? Nein. Hier hin? So ist schön, oder? Ich denke, so ist am schönsten, wie ich es kann. Dann... das ist schon mein erster Kunde. Das spricht sich wirklich rum hier. Zack. Hallo, herzlich willkommen im Café. Es sieht noch ein bisschen leer aus. Entschuldigung, aber ich arbeite dran. Ich habe nur noch nicht so viel Geld. Was wollen Sie denn bitte? Jetzt muss ich ja alles selber machen. Das ist richtig anstrengend. Wo sind meine Angestellten? Okay, Kaffee. Boah, okay, das ist ein bisschen Abzocke hier. 33 Mäuse für eine Tasse Kaffee. Wenn man im Foodtruck auch einfach für zwei Münzen einen Kaffee kriegt. Okay. Ich soll hier aufräumen, sobald der aufgegessen hat. Das heißt, ich warte jetzt hier ganz unangenehm an seinem Tisch. 55! 55 Münzen für eine Tasse Kaffee. Lass uns ein Süßigkeitenglas kaufen. Okay, meinetwegen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Sicher, dass es nicht ein bisschen leer aussieht, wenn wir da jetzt ein Süßigkeitenglas reinstellen? Klar, es wird ein bisschen besser, aber wird es perfekt? Ich denke nicht. Und ich hätte hier gerne Perfektion in meinem eigenen Café. Aber gut. Mir wird hier gesagt, was ich tun soll. Also halte ich mich an Anweisungen. Ich habe hier schon gut Geld verdient. Also denke ich, sind wir auf jeden Fall dabei. Ist es bei Interieur? Yes, ist es. Das ist ein super Platz. Ich denke... Ne, ich werde es... Kann ich das hier in die Lücke stellen? Let's go! Café Rating increased! Wir haben einen Stern gekriegt! Das heißt, wir sind mehr beliebt als jemals zuvor. Und was können wir hier machen? Okay. Wir können hier unsere Sachen boosten. Und
eine neue Etage freischalten scheinbar. Kostet aber nur günstige 100.000 Münzen, die ich jetzt gerade nicht direkt zur Hand habe. Kein Ding. Bitte gib mir noch ein Ticket. Ich hätte gerne 3 Bedienstete. Yes, ich werde... Ich liebe Karten ziehen. Hier, nimm ein Ticket. Yes, let's go. Ich öffne die Karte und wir haben Bob. Hallo, ich bin großartig im Desserts backen. Super, Bob. Eingestellt. Ich hätte gerne mehr Karten. Ach, hier hast du mehr Karten. Guck, ob du noch eine mit mir ziehen kannst. Okay, okay, okay. Okay, ich habe 3 Karten gekriegt. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich viele Leute einstellen. Und eine mit Hello Kitty, die ist 4 Sterne wert. Okay, okay, okay. Das ist der Start einer großartigen Freundschaft. Let's go. Sarah haben wir schon, Lisa haben wir schon. Können wir die nicht nochmal einstellen? Du hast so Glück. Lass uns den Recruit-Button drücken und los geht's. Okay, 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 okay. Musst du mir nicht 2-mal sagen. Erstmal lass uns Bob arbeiten. Na gut. Outdoor, es läuft alles super. Oh, die können Pause machen? Ich bin ein bisschen unsicher. Was macht sie hier? Hilft die mir automatisch? Wahrscheinlich. Hervorragende Nachrichten. Wir haben neues Ticket gekriegt. Wir können jetzt neue Tickets ziehen. Ding, 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 ding. Und wir haben eine Karte. Und es ist Tuxedo Sam Pinguin. Du hast den Kaffee. Ich kann nicht warten, hier zu arbeiten. Und die ganzen leckeren Desserts zu probieren. Let's go. Der ist auch 3 Sterne wert. Okay, das ist sicher richtig gut. Boah, das wird hier boomen, das Geschäft. Okay, meine persönliche Frage ist. Muss ich hier für mein Outdoor-Café mehr Tische kaufen? Weil das sieht ein bisschen aus, als wären die überfordert. Ich kaufe jetzt hier erstmal nochmal 4 Stühle und 2 Tische. Und das kostet mich ja auch nicht viel. Und dann kann ich hier erstmal mein Café ein bisschen ausrüsten. Dann hier noch, ups, das ist eins zu weit oben. Hier noch ein Stuhl und hier noch ein Stuhl. Und dann haben wir den ganzen Salat. Dann können wir hier vielleicht die Warteschlange ein bisschen verkürzen. Das wäre natürlich schön. Hier, willkommen drinnen. Willkommen, setzt euch hin. Hier, für euch habe ich noch einen Platz. Hier, ja, wir haben nicht genug Stühle. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel besser. Hier, das sammle ich kurz ein. Ich bin natürlich auch hilfreich. Zack, zack, zack. Und dann, oh Gott, mein Kaffee ist natürlich auch geraffelt voll. Was machen wir da? Bob ist natürlich komplett überfordert. Klar, ich habe jetzt den Pinguin hier eingestellt, um zu helfen, aber... Was soll man da machen? F. Okay, ich brauche hier einen neuen Counter, damit wir auf jeden Fall... Ich brauche so viel! Okay, ich brauche, glaube ich, nämlich einen neuen Counter, damit ich mehr Platz habe in meinem Café. Dann werde ich genauso da nochmal einen Tisch kaufen. Sowie 4 Stühle. Ich habe gesehen... Ah, dann kaufe ich das 2-mal. Entschuldigung. Dann mache ich nochmal einen Tisch und 4 Stühle. So, einmal einen Tisch und einmal 4 Stühle. Damit das Café nicht so voll ist. Ich glaube... Oh, vielleicht kaufe ich noch ein paar extra Stühle für mein anderes Café. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. So, hier können wir nämlich auf jeden Fall nochmal ein paar Stühle hinstellen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann sind die hinteren Tische mehr so 4-Personen-Tische und die vorderen 2-Personen-Tische. Und dann haben wir ein bisschen weniger Probleme mit der ganzen Kundschaft, die uns hier gerne besuchen möchte. Zack. Dann haben wir hier einmal Problem erkannt, Problem gebannt. Bitte einmal alle reinkommen. Geht nicht, wir haben keine Tische. Dann hier haben wir weiterhin... Ach, da ist sogar noch ein freier Tisch. Wer hätte das gedacht? Dann machen wir hier noch welche hin. Zack, zack, zack. Und ein extra Counter. Der kommt neben den anderen Counter. Und macht die ganze Kompanie ein bisschen länger. Perfekt. Ich denke, hier kann sich keiner mehr beklagen. Alle sind glücklich, die Kunden freuen sich, die rennen uns hier die Bude ein. Tipp, top und... Was wollt ihr? Ich wünschte, ich könnte hier helfen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie die inneren Machenschaften von meinem Restaurant aussehen. Warum leuchtet es denn jetzt hier alles rot? Was soll ich denn tun? Sind die nicht glücklich? Warum sind die nicht glücklich? Level 15. Ich bin erst Level 5. Level 7. Okay, Outdoor. Bei denen läuft es gut, nehme ich an. Das muss ich alles hier alleine ein bisschen regeln. Eigentlich, denke ich, habe ich hier für eine sehr gute Infrastruktur gesorgt. Die haben nicht genug Tische und Stühle. Das ist kein Problem. Da können wir gleich neue kaufen. Das war es dann aber erstmal für diese Folge Hello Kitty Café bzw. Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es auch schon mal gespielt habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und sagt mir mal, wie weit ihr gekommen seid. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!